Schönen guten Tag und frohes Neues. Herzlich willkommen im Jahr 2016 und auch herzlich willkommen zur ersten Ansprache, zur Neujahrsansprache des Bundes Gregor Denten. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr länger auf dem Kanal hier unterwegs seid, ich mache gerne diese Bundes Gregor Dent für Recap-Vorausschau-Videos alle paar Monate mal, um A, zusammenzufassen, was wir hier in den vergangenen Monaten auf dem Kanal so gesehen haben und euch vielleicht auch einen kleinen Ausblick darauf zu bieten, was denn in den nächsten Wochen und Monaten kommen wird und ja, wo besser die Gelegenheit, wenn einmal die Jahresgrenze erreicht es, da auch mal wirklich den Strich richtig zu ziehen und ein bisschen was labermäßig in die richtigen Bahnen zu lenken. Und dann schnallt euch an. Okay, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen zu viel versprochen. Es gibt ein paar schöne Infos, die ich aushören werde. Aber dann haltet euch wenigstens ein bisschen fest, wenn euch nicht anschnallt. Und ja, dann schauen wir mal, was denn so ich für euch alles parat habe. Zuerst mit dem Jahreswechsel hier haben wir das Jahr 2015 hinter uns gebracht, was ein relativ ereignisreiches Jahr gewesen ist, speziell in arbeitstechnischer Hinsicht für mich, weil A, nicht nur Game One hat dieses Jahr nicht mehr existiert, nach 8 Jahren dann durchgehend, also keine Arbeit mehr fürs TV klassisch mehr gemacht, sondern ich habe nicht nur weiter versucht, den YouTube-Kanal so gut es geht zu bestücken, sondern auch zusätzlich eben noch die Streaming-Arbeit von EMP dann sozusagen dazu, die ist dazu gekommen und hat das alles nochmal ein bisschen durcheinander geworfen und verändert. Zu Rocket Beans TV möchte ich jetzt nicht so viel sagen, weil am 15.01. ist ja quasi das Einjährige, wo wir den Sender richtig zum Laufen gebracht haben und da werde ich wahrscheinlich relativ zeitig zum 15. oder vielleicht in den Tagen vorher oder nachher, je nachdem wann ich dann fertig bin, einen Gedankensprung dazu machen hier auf YouTube, wo ich dann mal ein Jahr Rocket Beans für euch Revue passieren lasse und da im Speziellen nochmal darüber spreche, weil jetzt in diesem Bundeskrägerdent-Video das nur kurz anschneiden ist, glaube ich, dann nicht der ideale Rahmen dafür und da haben wir einiges, glaube ich, worüber wir uns in Ruhe austauschen können. Also freut euch schon mal demnächst auf den Gedankensprung, den es dann zeitig oder zeitnah dann zum einjährigen Jubiläum von Rocket Beans geben wird. Unabhängig davon, wie schon erwähnt, auch neben der YouTube-Arbeit, die ich versucht habe, so gut es geht, aufrechtzuerhalten, aber ihr seht ja, manche Sachen, wo ich mir ein bisschen was vorgenommen habe, ey, lass uns doch mal regelmäßig Reviews für Dragon Ball Super machen oder ey, guck mal, lass noch mal dieses Let's Play nebenbei machen, wenn du es RNE spielen willst. Dann kommt das Leben dazwischen sozusagen, nicht nur die Privatsachen, die dann viel Zeit fressen, sondern auch arbeitstechnisch, wo ich dann sage, oh, ich habe eigentlich dieses Kontingent an Stunden pro Tag, dass ich in das oder das investieren will und auf einmal frisst das Projekt dann alles auf oder der Umstand und das und das und das und das passiert, dass ich nicht alle Sachen, die ich auf dem YouTube-Kanal machen wollte, direkt fertig gekriegt habe, wie zum Beispiel, dass ich irgendwann nochmal, weil ich da auch noch Savegame-Probleme hatte, zum Beispiel, dass du über ein 2 Let's Play mal vernünftig abschließen kann. Ich hoffe, dass ich da noch irgendwie mal die Technikschraube dann finde und die Zeitschraube vor allem dann zudrehen kann, dass das irgendwann fertig wird, aber auch solche Sachen eben wie Dragon Ball Super, was ich leider als doch viel zu größerer Aufwand herausgestellt hat und ich auch einfach nicht zum Gucken gekommen bin, dass ich das vernünftig jede Woche weitermachen kann. Vielleicht werde ich dann einen anderen Dreh finden, ein bisschen was draus zu machen, also zum Beispiel auch da einen Gedankensprung oder sowas ähnliches in der Richtung wird zu One Punch Man in den kommenden Wochen und Monaten mal da sein, weil die Serie habe ich durchgeguckt jetzt, also zumindest die TV-Ausgabe und dann gab es jetzt zum Glück nur 12 Folgen von. Aber zumindest versuche ich da nicht jetzt so Projekte anzugehen, wo ich sage, okay, jetzt starten wir dieses nächste Mammut-Let's Play oder das oder das oder das, sondern ich werde erstmal gucken in den nächsten Wochen und Monaten, was können wir von den alten Sachen nochmal abschließen, was hier offen gewesen ist. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was zu Fallout 4 machen, obwohl ich da wirklich auch nicht die Zeit gefunden habe, mich da richtig drin reinzuarbeiten. Aber ich schaue mal, dass ein bisschen so diese offenen Stellen, die übrig geblieben sind durch unvorhergesehene Umstände in den letzten Monaten und in den letzten Jahren, besser gesagt, dass ich da die Löcher mal in mir ein bisschen stopfen kann, sodass wir zumindest ein rundes Paket haben, bevor ich irgendwas Großes anfangen kann. Eher wird es dann auch so sein, da werde ich bei dem EMP-Part sozusagen nochmal drüber sprechen, dass wenn dann Let's Plays oder Sprite-Seeing sowas dann angesagt ist, es am besten damit einhergeht, wenn was auf dem Kanal landet, dass es dann auch vorher mal live mit euch gemacht wurde. Also die Grandia 2 Sachen zum Beispiel, da haben Katharina und ich ja nochmal ein bisschen mehr gespielt als das, was jetzt auf dem YouTube-Kanal drauf ist. Aber ich versuche das erstmal vernünftig aufzufüllen, bevor ich da noch ein bisschen was extra mache. Obwohl, da kann ich sagen, ich habe tatsächlich noch ein komplettes Sprite-Seeing in der Hinterhand, was ich vor einiger Zeit mal gemacht habe, zwischendurch immer wieder mal, und zwar es ist ein Sprite-Seeing zu Ys 5,
Also Ys, die Action-Adventure-Serie, kennt ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr hier auf dem Kanal mal vorbeigeschaut habt. Ys 6, The Ark of Napishtim, The Oz in the Felghana und wie die ganzen Action-Adventure-Games heißen, die auf PSP, auf unzähligen Konsolensystemen und jetzt auch eben auf Steam, PC seit ein paar Jahren auch richtig beliebt gewesen sind. Ys 5 hatte ich vor längerem mal geholt. Das einzige Spiel, was es nur auf dem Super Nintendo, also in Japan, also die von, es gab noch mehr Spiele auf dem Super Nintendo, aber dieses Spiel ist nur in einer Super Nintendo-Variante in Japan erschienen und da gab es eine Fanübersetzung von und das habe ich tatsächlich schon fertig gemacht als Sprite-Seeing. Kann sein, dass das nochmal komplett damit folgt, aber ansonsten werde ich gucken, wenn da was serienmäßig oder formatmäßig passiert, dass es dann im besten Fall so ist, dass ich nicht irgendein anderes Mammut-Ding anfange und das versuche dann reinzugeben, sondern wenn, dann ist es so was, was projektmäßig dann auch mit den EMP-Streams am Wochenende dann einhergeht und zum Beispiel, wenn Katharina und ich Grandia 2 fertig haben, müssen wir noch mal schauen. Ich hätte schon mal Bock, dass zumindest Twilight Princess danach folgen könnte, weil dann ist ja auch im März die HD-Edition raus für die Wii U. Und das wäre zum Beispiel was Schönes, dass wir das parallel machen können, ne? Dass dann live am Wochenende dann die Sprite-Seeings sozusagen sonntags dann sind. Ob Katharina jetzt dabei ist oder nicht, müssen wir noch mal gucken, je nachdem, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich so, zu viel dann von ihrer Zeit in Anspruch nehme. Komm mal her, wir streamen dann noch mal ein bisschen was, aber wäre natürlich cool, vor allem, dass sie ja auch viel Zeit da investiert. Aber genau, wie schon erwähnt, ich versuche jetzt nicht nur, weil sich das gerade anbietet, zu gucken, da noch mal das Let's Play oder das zu machen, sondern auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren und es kann auch durchaus sein, dass da mal kein frisches neues Let's Play oder sowas für, also dass nicht jeden Tag ein Video auf YouTube ist. Das konnte ich dieses Jahr sowieso nicht so direkt einhalten, dass man auch jeden Tag ein neues, frisches Video gesehen hat, ob es jetzt ein Teil von einem Sprite-Seeing oder was anderem ist. Aber zumindest, dass da eher Sachen dann abgeschlossen werden. Ich habe auch gesehen, da ist noch irgendwie, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber von dem A Link to the Past Sprite-Seeing ist noch die erste Folge irgendwie nicht mehr da. Ich habe sie wahrscheinlich, als ich ein anderes Video löschen wollte, ist es wahrscheinlich dann mit über den Jordan gegangen. Ich gucke mal, dass das auch noch demnächst mal wieder online gestellt wird, damit das Sprite-Seeing wieder komplett ist, aber wie schon erwähnt, so sollte es da in nächster Zeit ausschauen und natürlich, was jetzt so dann Weiterverwertungssachen angeht, da können wir auch auf die EMP-Geschichten eingehen, das ist ja jetzt mittlerweile das erste Jahr, was wir streaming-technisch gemacht haben und ich habe es auch in den anderen Videos dann auch schon mal gesagt, das ist sehr cool, also auch vielen Dank nicht nur an eure Seite, dass ihr das so fleißig, dass ihr da so fleißig mitgemacht und zugeschaut habt, sondern das auch entsprechend gut angenommen hat. Und vielen Dank an EMP, dass die mir die Chance gegeben haben, das live-technisch auszuprobieren, weil ich dachte schon länger an sowas wie diese Samstagnachmittagsshow zu machen, also Rubriken, die normalerweise auf dem YouTube-Kanal drauf sind, wie Gregors Gaming Goes, wie die Sprite-Seeings, wie die ausgepackt, wie Gregor testet, wie eine News-Schiene, die ich in der Form zum Beispiel nicht hatte, das in einer wöchentlichen Gaming-Show zu vereinen, um da mal ein bisschen was in einem schöneren Paket zu bieten. Aber eigentlich, bevor die EMP-Geschichte so richtig reingegangen ist, die Gedanken sind immer mal mir im Kopf rumgespielt, wollte ich das einfach als YouTube-Show, als irgendwie so halbstündige YouTube-Show dann machen, dass es dann samstagnachmittags als quasi so buntes Paket für euch zusammengeschnürt wird und dann, dass der Fokus dann dementsprechend auch drauf liegt, dass dann eben EMP noch dazu gekommen ist und mir eine wöchentliche Gaming-Show tatsächlich machen wollte und das auch noch in dem Live-Kontext, was im ersten Moment auch ein bisschen strange für mich erschien. Okay, jetzt man muss ja langsam dann auf live hingehen, vor allem wenn es in Richtung Twitch und Rocket Beans TV technisch auch Twitch und live hingeht. Also es ist eine sehr gute Übung, da sich live im Präsentieren, im Zeigen, im Freisprechen da ein wenig zu üben. Aber es hat auch mir viele Dinge sozusagen parallel beigebracht, dass ich nicht nur strukturell für euch immer eine schöne Show bieten kann, jeden Samstag, sondern eben auch das in einem Live-Kontext machen, dass die Vorbereitung vorher stattfindet und der Schnitt sozusagen live gemacht wird während des Streams und wir B dann auch die ganzen Parts nochmal als VOD, also Video on Demand, dass ihr auch dementsprechend Gregor zockt oder die Sprite-Seeings oder die Gregors Gaming Heroes Videos und so weiter, die ausgepackt alle dann nochmal auf YouTube sehen, kommt, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne? Ein bisschen live üben, live mit euch interagieren, das sind sogar drei Fliegen, die man in der Klappe schlägt und dann auch nochmal Material haben, was man auf YouTube dann dazu packen kann und in dem Umkehrschluss kann ich dann auch sagen, also sehr cool, wie ihr das angenommen habt, wir haben ja kurz vor Jahreswechsel dann auch die 10.000 Follows tatsächlich übersprungen, es gibt nicht so viele in Deutschland, die 10.000 Follows bei
bei Twitch haben und je nachdem, was da gerade für Ereignisse anstehen. Es gibt manche Dinge, wo dann, wie zum Beispiel die PlayStation Experience, ne, wo ich dann auch gesagt habe, hey, eigentlich ist das nicht offiziell geplant, ne? Ich habe eigentlich nicht so viel Zeit, um das zu machen, habe deswegen auch gerade auf meine imaginäre Uhr geguckt, also nicht, dass ihr euch wundert, das war einfach nur eine Geste, dass wir das nochmal extra machen und ich habe auch dann von vielen Leuten zurückgehört, hey, ich hätte mir so die PlayStation Experience nicht angeguckt, aber mit dir gemeinsam schauen auch nicht nur die Leute, die live im Chat vorbeigeguckt haben, sondern auch Leute aus dem privaten Bekanntenkreis. War cool, dass du es gemacht hast und da dementsprechend auch viele Zuschauer mit bei gewesen. Ich glaube, es ist immer eine nette Alternative zu gucken, was man streamingtechnisch machen kann, noch darüber hinaus, was bei Gregor Zock passiert und was Sprite-Seeing technisch ist. Es hat sich mittlerweile ja so zusammengelegt. Das konnte ich jetzt zum Beginn von Rocket Beans TV noch nicht absehen. Da dachte ich eher, dass ich vielleicht mal abends unter der Woche ein bisschen was machen kann. Das ist natürlich nicht möglich, ne? Einfach, weil dann die Zeit überhaupt nicht mehr da ist und man an drei Orten eigentlich gleichzeitig sein müsste. Aber am Wochenende, auch wenn dann so konkret volle freie Tage ein bisschen wegfallen, sondern ich alles bei mir so ein bisschen so drumherum planen muss, aber es auch vollkommen okay ist, denn das, was wir dann am Wochenende für insgesamt 4 Stunden machen mit Gregor Zock am Samstag von 16 bis 18 und bei Sprite Seeing Live von 16 bis 18 am Sonntag, das gibt mir die Möglichkeit, weil da der Content produziert wird, den ich normalerweise dann an anderen Tagen gemacht hätte, da mir entsprechend die Zeit zu nehmen und mich trotzdem auch noch auf Privates und auch auf Rocket Beans TV konzentrieren zu können, ohne dass das ganze Zeitmanagement durcheinander geht. Und ja, das ist eigentlich die praktische Sache. Ich will im neuen Jahr dann weitergehen. Ich muss nochmal mit den EMP-Leutchen quatschen, wenn dementsprechend alle dann wieder zurück sind aus der kurzen Weihnachts-Winter-Silvester-Pause. Ich denke mal, dass es im Grunde so weitergehen kann, wie es bisher weitergegangen ist. Ich werde nochmal gucken, was man denn noch so in Ruhe formattechnisch erweitern kann an Gregor Zock, ob da vielleicht noch mehr Rubriken dazu kommen, vielleicht sowas. Gewinnspiele in der Form haben wir ja immer regelmäßig und da gab es ja auch den Gewinnspiel-Adventskalender an 24 Tagen im Dezember. Da habt ihr gesehen, so eine Kooperation mit EMP zusammen, die dann organisiert haben, diese ganzen dicken, fetten Preise, wo es Spiele, wo es Merchandising, wo es Kleidung gewesen ist, wo es ganze Konsolen, die von Moritz Bleibtreu unterschrieben waren, mit dabei waren als Gewinne. Aus eigener Tasche kann ich das nicht dann dementsprechend so leicht machen und das ist dann eben sehr cool, dass das so funktioniert. Und wo andere Leute nochmal mit dazukommen, wie der Fabian Döhler von Sega, der auch nochmal ein paar Yakuzas für euch hat springen lassen. Also es ist sehr cool, dass das alles so ineinander wirkt und ich hoffe mal zumindest, je nachdem, wie ich mich mit den EMP-Leutchen abspreche, dass da die Wochenendschiene noch weiterlaufen und funktionieren kann, weil Gregor Zock macht mir Spaß und ich habe auch den Eindruck, dass es euch Spaß macht, auch mit der Interaktion und mit dem Live-Mitmachen da gibt es ja noch dann die Leute, die bei YouTube dann später noch dazu zuschauen. Solltet ihr vielleicht auch mal gucken, ob ihr es live nochmal zusätzlich macht, ne? Weil da kommt ja nochmal ein bisschen mehr Spaß und Interaktion damit zusammen. Mario Maker ist auch noch nicht so richtig durch, ne? Verdammt, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Dauerbrenner ist, dass man so viel damit anstellen kann. Aber da wird es in Zukunft auf jeden Fall einiges geben. Ja, und YouTube-technisch hinaus, wie schon gesagt, also da werde ich eben schauen, dass da jetzt nicht 1000 Formate oder so angefangen werden, weil die sind attraktiv und funktionieren, wenn man so den ersten Gedanken hat, komm, lass die Dragon Ball Super Reviews machen, aber dann stellt sich heraus, oh, es ist doch ein wesentlich größerer Aufwand, wenn man das dann damit machen will und die Zeit fehlt wirklich, wenn vor allem dann auch aufwendige Rocket Beans Projekte dran sind, wie, jetzt nochmal Plauschangriff dazu gekommen, jetzt nochmal die ganzen anderen Formate. Der Future Club hat wesentlich mehr Vorbereitungen diesmal gehabt als die Woche, die ich dann im Sommer für den 95er Future Club gemacht habe. Der 85er habt ihr gesehen, mit den ganzen Clips, die gedreht wurden, mit dem Material, mit der Hardware, die organisiert wurde, mit den Spielen. Also sowas greift dann in Zeit rein, die ich eigentlich dann für das hier benutzen würde. Und da würde ich lieber nicht irgendwas so kurz anfangen und dann aufhören müssen. Und so halbfertig dann liegen lassen, anstatt lieber auf was konzentrieren, was man da machen kann. Deshalb haltet einfach Ausschau und ich gucke mal, was für Content dann schön nicht nur live-technisch auf EMP funktionieren kann, was dann auf YouTube kommt, sondern auch ein paar exklusive Sachen. Das Video hier zum Beispiel, ne, das seht ihr ja nicht dann auf EMP dann live. Oder der Gedankensprung in Richtung Rocket Beans TV, der wird auch nicht live sein, sondern da werde ich den vorab aufnehmen, produzieren, weil ich da auch noch in Ruhe ein bisschen was mit euch dann sprechen will. Das wollen wir ja nicht dann alles vor der Gregor-Zock-Zeit dann abgehen lassen. Vielleicht kriege ich auch noch die Gelegenheit, den einen oder anderen Clip zu zeigen, obwohl, nee, da verspreche ich wahrscheinlich wieder zu viel als das, was ich halten kann. Die Idee wäre vielleicht tatsächlich mal ein paar Bilder oder irgendwie sonst was zu zeigen dann während des Gedankensprungs, aber selbst wenn es nicht klappt, sollte zumindest da großer Aufwand und großer Umfang in der Form, dass ich ausführlich über das Jahr Rocket Beans mal quatschen kann, dass wir uns da auch vernünftig austauschen können. Also
So ist es, haltet da in Ruhe Ausschau und ich hoffe mal, dass trotz der ganzen Anstrengung, trotz des ganzen Aufwands des Jahres 2015, auch das Jahr 2016 zumindest ähnlich produktiv, nur ein bisschen weniger anstrengend wird. Das wäre ganz cool, wie es funktioniert. Ansonsten bedanke ich mich weiterhin dabei, dass ihr nicht nur die neuen Sachen bei EMP so gut angenommen habt und auch Rocket Beans TV, dass wir jetzt dastehen, wo wir da stehen, nach einem Jahr, wo wir es eigentlich nicht in der Form hätten abschätzen oder erwarten können. Da freut euch auf den Gedankensprung, da werde ich ein bisschen mehr was dazu sagen, dann wenn es soweit ist. Und natürlich auch, dass der YouTube-Kanal mittlerweile im, lass mal gucken, ich habe Mitte, Ende 2012 angefangen, so regelmäßig das Ding zu bestücken. Da habe ich gesagt, aber komm, lass uns mal probieren, wie das funktioniert. Ach, okay. Gleichzeitig Spaß haben beim Spielen, beim Videos produzieren, aufnehmen, gleichzeitig dabei lernen, moderationstechnisch ein bisschen freier zu sprechen und videotechnisch ein bisschen mehr zu produzieren und ein bisschen mehr Ahnung davon haben, gerade was live dann später anging. Und mal gucken, also bis Mitte, Ende 2013, 2014, 2015. Wir gehen ja in Richtung stramm viertes Jahr, wo der YouTube-Kanal vernünftig bestückt. Wir haben die weit über 6 Millionen Klicks dann mittlerweile erreicht. Wir haben auch, wie viel ist es jetzt, 31.000 plus Abonnenten bei YouTube, die nochmal dazukommen. Also auch in dem Umfang gewachsen und gestiegen, wo ich es nicht in der Form erwartet hätte. Und da schauen wir eben mal unter den Voraussetzungen, dass es auch gut funktioniert und dass wir auch dann mehr in der Zukunft machen werden können. Ansonsten haltet Ausschau, Gregor zockt wie immer, dann Samstag 16 bis 18 Splicing Live, Sonntag 16 bis 18 direkt nach diesem Video wird es also mit der ersten Ausgabe von Gregor zockt ein bisschen entspannteres Programm geben. Da kann ich aber auch schon sagen, wenn das soweit sein wird, über die Feiertage habe ich Undertale durchgespielt und das wäre, wenn ich es dann zeitig durchgespielt hätte, tatsächlich bei mir noch irgendwo in der Top 10 oder Top 11, besser gesagt, der besten Spiele des Jahres gelandet. Da wird es ein spoilerfreies Review geben, aber auch aus dem Grunde, ich muss da nicht unbedingt über jeden Plot-Twist oder was genau dort passiert reden, sondern ich kann ja auch meine Begeisterung für ein Spiel ausdrücken, ohne komplett zu verraten, worum es geht. Und gerade bei Undertale wäre es sehr schade, wenn das passiert. Und ja, ich schaue mal, was man sonst für ein entspanntes Jahreseinstiegsprogramm dann machen kann. Und ja, und sonntags nicht vergessen, geht es dann weiter mit Grandia 2. Dann ist Katharina wieder hier und dann spielen wir Grandia 2. Und wir zumindest hinter der Kamera essen noch ein paar Burger. Jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich dann Burger bis dahin vorbereite, weil die habe ich ihr leider versprochen. Führt ja nichts dran vorbei. Dann kocht man eben mal. Dann wünsche ich euch noch weiter einen schönen 1. Januar. Ich hoffe, ihr lasst die Kopfschmerzen vernünftig ausklingen, dass es nicht allzu hardcore-mäßig abgegangen ist an Silvester, dass man noch ein bisschen was jetzt vom freien Tag im neuen Jahr hat. Und dann sehen wir uns samstags wieder. Ja. Vielen Dank und das war die Ansprache des Bundes Gregor Denken zum Neujahr 2016. Bis dann.